weit. Ja, aber vielleicht ändert sich da subtil was im Hintergrund. Alter, ist das laut. Alter, bei mir ist immer noch Standbild. Also unten ist immer noch der Hintergrund. Was ist denn los mit Twitch in letzter Zeit? Jetzt habe ich Bild. 1159 meint, er liebt duales Schauen. Interessant. Achso, du musst ja eh wieder einladen. Was machst du gerade? Lädst du noch was rum oder was? Ich lade noch was hoch, ja, aber das sollte eigentlich recht flott gehen. Warte Ja, mal. den. Hochgeladen in 10 Minuten, das passt. Wenn wir jetzt 10 Minuten ein bisschen ruckeln haben, dann. Ja. Ja, dann lade mich schon mal ein, dann kann ich nochmal aufs Klo gehen und dann bin ich auch viel breiter. Ich weiß, was fällt mir mal im letzten Moment ein, statt das vorzumachen, aber. Wow! Was denn? Warum schießen die schon? Warum bin ich eigentlich. Hä? Ich hab nur einen Lass Schuss für mich die einladen. Pistole, was ist da los? Lass mich einladen, dann könnte ich auch helfen. Warte mal, ich muss mir erstmal ein Auto rufen, sonst machst du das wieder kaputt. Was? Ja, dann gehe ich halt vorher auf Toilette, lad mich halt nicht ein. I'll run with you. Nee, warte mal, ich hole mir einen Hubschrauber. Noch besser. Komm, Hubschrauber. Hells yeah, let's go! Was? Worüber versprichst du mir, dass du mir in der nächsten Zeit nicht den Kopf abreißt und mir den Arsch. Mir auf den Arsch gibst? Du wirst wissen, warum. Lia. Lia. Ich will nicht wissen, was du jetzt gemacht hast. Wow. Uiuiuiui. Uiuiui. So, warte, Hast du mal auf die. ich lade dich gleich ein. Ich fahre zum Waffenladen, dann lade ich dich ein. Gebranntes Kind Hirn? Achso. Was? Gebranntes Kind hier? Ja, das war das letzte Item, das ich gekriegt habe. Das war für die Zombie-Mission, die wir gemacht haben. Achso. Ja. Ich habe Jetzt mich gerade darüber eigentlich. gewundert, was das sein soll. Ja, man muss eigentlich irgendwas heute durchkriegen. Dann spielen Moin, wir Saints Row Wolfros. 4. Moin, Wolf. Nee, heute. Wir machen, ich mach später Isaac Wolf. Erstmal wollen wir ein bisschen Saints Row weiterspielen. Eben hatte ich noch Spelunky. Das ist immer noch kein Isaac, Herr Bruger. Ja, ich weiß. Aber es steht auch gar nicht drin, oder? Habe ich Isaac reingeschrieben? Ich habe es da Na, meinst du, aktualisiert. wir schaffen das? Na gut, wir haben jetzt alle Bosse bis auf einen platt gemacht, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob wir es jetzt bald durchhaben oder wie weit es noch läuft, das Spiel. Aber ich habe irgendwann Also. gehört von jemandem in den Kommentaren, glaube ich sogar, dass es nicht mehr lange gehen soll, wo wir jetzt sind. Also theoretisch haben wir noch Teil 4 rumliegen. Ich habe das bloß noch nicht runtergeladen. Da müssten wir mal kurz 10 Minuten warten. Bis ich das hab. Okay. Ja, ich weiß. Bis ich Nee, wieder musst du vorbereitet ja bin. nicht. Da mache ich vorher schon Eis. Ja, ist doch gut. Ja, es. Zack. Uga hat sich zum Spielen eingeladen. Laden. Du müsstest jetzt wahrscheinlich gleich zu mir kommen. Ich hoffe. Ich verstehe das auch nicht, warum ich manchmal hier Sound habe und manchmal nicht. Ach so, uns hat jemand noch geschrieben, wir sollen unbedingt die Blendgranaten aufrüsten. Wenn wir die nämlich auf der Ja, höchsten das habe ich Stufe auch. haben, wären die voll lustig, irgendwas. Lad mich nochmal ein, der macht wieder das, was er immer macht. Beim ersten Mal einladen funktioniert es nicht. Warte, jetzt habe ich hier so ein Glas, so ein Einmachglas. Lad mich nochmal ein. Warte mal, warte mal. Hat das Spiel eine Geschichte oder ist das einfach nur rumgeballert? Nee, das hat Story total viel. Weil du machst da hier die Saints wieder zurück an die Macht und Zeug und generell überhaupt. Ganz sehr viel davon. So. Boah, Mia, wenn ihr mir so viel, wenn ihr mir jetzt viel spendet, dann werde ich böse. Bitte nicht so viel, Leute. Warum brauchen eine Spielaufnahme eigentlich immer verschieden viel Platz auf der Platte? Je nachdem, was gerade passiert, alles. Ich glaube, ich hatte früher für. Kompression halt. Standbild braucht weniger. Bis Ja, nee, Kompression. ich hatte zum Beispiel früher, da hatte ich Uncharted aufgenommen, da hatte ich pro Part, glaube ich, 120 Gigabytes und jetzt habe ich teilweise für Spiele nicht mal 40, also obwohl ich die auf 60 aufnehme. Uga, das ist ein Furz im Glas, total geil, sagt Raziel. Was macht man denn mit so einem Furz im Glas? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Was zur Hölle? probieren gleich mal aus. An dir. Nein. Ich habe Friendly Fire aus. Wo bist du denn? Ja, da. Ich bin. Verdammt! Was ist jetzt? Ist jetzt das Fahrzeug in meiner Garage? Was soll denn das? Moment. Ich versuche gerade ein Fahrzeug auszuleihen und danach zum Waffenladen zu fahren. Du hast nicht genug Geld, verdammt. So, wie fährt das hier? Wie geht denn das jetzt hier? Hä? Moin, Herr Tillers Leon. Moin, moin, moin. Ach so. Ich habe übrigens das Motorrad gefunden. Was? Das, Dieses na, das. komische Stack-Motorrad. Ja, das ist total cool. Guck mal. Bist du das da unten Sag mal, haben irgendwo? wir jetzt immer einen Stern oder was? Ich habe jetzt immer so einen Stack-Teil. Ich glaube, dass ich habe gerade ein bisschen rumgeballert. Nee, Guck mal, den ist hatte das ich nicht. jetzt direkt beim Einloggen schon. Guck mal, ist das nicht cool? Willst du jetzt mit dem Ding weiterfahren oder einsteigen?
Nö, ich würde nicht weiterfahren. Ich wollte vor allem erstmal anmoderieren und ich muss sowieso zum Waffenladen. Ja, okay, dann packe ich mal woanders. Ich pack mal hinter dem Waffenladen. Da sind keine Bullen. Oder Stack, beziehungsweise. Kommst gerade dahin, ja? Ja, ich versuche mal. Das ist voll die Pflaume, ich weiß. Ja, immer ist er immer. Und damit, warte mal. Und damit herzlich willkommen zurück zu Saints Row. Mit Moin. Bugas voll Pflaume und so. Ja, der Panda-Kopf ist echt voll klasse, oder Cherry Panda? Was ist ein Panda-Kopf? Ja, für die Subscriber, die haben so einen kleinen Panda-Kopf. Ach so, so, ich dachte hier im Spiel. So, ich schmeiß, ich schmeiß mal so einen Furz im Glas. Was ist jetzt passiert? Wie das. Okay, da steht jetzt die ganze Zeit da und hält sich die Nase zu. Solche. Ach, die Blendgranate ist ja vor zum Gras. Ach, jetzt sehe ich das erst. Ja. Ist voll gut. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Das ist so eine. Warum ist denn hier jetzt Diebstahlalarm an in der Bude hier? Ich versuche gerade Waffen zu kaufen, Freunde. Lia postet mal alle Emotes. Was? Bei Noctem wird es erst am 15. Was? 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 Ich weiß es nicht. Was? Ich bin verwirrt, wie immer eigentlich. Ich jetzt nicht unverwirrt. Sind jetzt alle Bullen hier draußen tot? Ja. Mein Mob ist es, doch nicht. Was machen wir jetzt eigentlich vor lauter Angst? Haben wir noch welche tollen Quests? Nebenmissionen? Zeug? Ja, wir haben noch ein paar Missionen. Eine. Three Count Übernahme. Well. Ja, das. Ruger Fanshop ist. Nee, Leute, nicht. Eins nach dem anderen. Ja, hier T-Shirt, du kannst doch T-Shirts verkaufen, das ist eine super Idee. Nein, das mache ich nicht. Das, dann hört es endgültig auf. Also, das ist jetzt schon das höchste der Gefühle. So. Hat man die Mission angenommen. The fuck you say? This is between me and him. I think he kind of involved me when he framed the Saints for attacking Stillwater. I'm a Saint now. Let me handle this for you. You have a lot of ring rust, man. I've been praying for redemption. I won't let this chance slip me by. Okay, verdammt, mein Mob ist langsamer als sein Hubschrauber. Anything I can do to help you get ready? There's only one thing I need. Meet me at the Three Count Casino. See you there. Willst du mich etwa abschießen, oder? Ich hab's versucht. Oh ja, ich hab doch hier so ein super tolles MG. Ich hab leider keinen Raketenwerfer. Oh, da unten ist ein Waffenladen, den will ich mir ganz schnell kaufen. Ich hab kein Geld mehr. Ich hab alles im Waffenladen ausgegeben. Oder? Was kosten der? Ja? Tausende habe ich, glaube ich, noch. Ey! Auf! Ich schieß nicht auf dich, das ist der lustige Stacklaster hier. Okay. Sollen mein Heli nicht zerschrotten? Dann werde ich böse. Ich bin auf dem Dach gelandet, das wollte ich gar nicht. Ich kaufe mir noch das Krankenhaus dazu. Gibt ein Krankenhaus? Bruder, was ist mit Patreon? Ja, wollte ich nicht, weil das ist... Patreon? Was für ein Zeug? Ja, Patreon ist sowas, da kannst du halt wie so ein Abo monatlich und da kannst du wie auf Kickstarter noch so verschiedene Goals, dass du sagst, okay, bei dem und dem Goal gibt es wieder eine neue Errungenschaft quasi und dann kannst du sagen, ja, es können mich bis zu 10 Leute für $50 unterstützen und so ein Käse und dann kannst du halt so Goals machen, dass die Leute dann irgendwas von dir kriegen, aber das will ich nicht. Da muss man sich auch voll die Platte machen, was man davor hat, oh. Ja, Vati Vidya zum Beispiel hat irgendwie so ein Forum oder hat gesagt, also Vati Vidya macht halt so diese Dark Souls Lore Videos und der macht dann halt zum Beispiel Videos früher öffentlich für die Leute, auch so Beta-Videos, die noch nicht ganz fertig sind, weißt du? Na gut. So eine Bruger-Kaffeetasse wäre doch geil. Okay, unterstützt lieber die Rocket Beans, Leute. Kauft euch da die Tassen, ich habe mir eine bestellt. So eine Rocket Beans-Tasse. I can't steal it back. I need to earn it. Oh, how do we do that? We hurt a lot of people. Oh, wir tun Leuten weh. Ich hab zurzeit ein 100 PS Auto und das ist halt zu teuer. Ich kaufe mir ein kleineres dann oder so. Ich werde es nicht ganz verkaufen, glaube ich. Ich glaube, ich bin mein ganzes Leben bis jetzt nur Kleinwagen gefahren. Ja, ist echt ganz lustig, aber. Dadurch, dass ich ein eigenes Auto hatte. Und mein Vater irgendwie ein großer Fan des großen Renault Twingos ist. Kennst du den? Der neue ist doch voll hässlich. Ja. Also gut, ich habe einen Fiat Stilo, so ein 100 PS, aber. Der Renault Twingo ist pottenhässig, also besonders der neue, der sieht richtig scheiße aus. Und ich glaube, jetzt hat er ein Clio. Also das ist das nächstgrößere von Renault. Was aber auch total die kleine Ranzkiste ist. Vor allem der Twingo, den mein Vater ursprünglich hatte, der hatte nicht mal eine Servolenkung. Das fährt sich super, sag ich dir. Aber der ist auch so leicht, da geht das eigentlich nicht. Ja, so Servolenkung muss schon, genauso wie Fensterheber, finde ich auch irgendwie sehr wichtig. Den ersten Twingo, den er hatte, der hatte nicht mal das, da muss es noch kurbeln. Ich hatte vorher einen Punto von 95, sogar der.
hatte alles, was ich wollte. Nein, nein. Weil bei Renault kannst du richtig Geld sparen, der hat er nicht. Da hast du quasi die absolute Basic-Ausführung. Wir müssen hier übrigens alles zerstören, ne? Ach, wir sollen hier die Dinger kaputt machen, oh. Oder dann Automaten zu schießen. Oder benutze ich mal kurz eine andere Waffe. Ich dachte, hier ist Präzisionsarbeit gefordert, mit Leute erschießen. Also, Alter, ich hab doch gerade mal gerne Granaten gelevelt, fällt mir gerade so ein. Kann ich doch nochmal werfen. Dum, 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 dum. So verdient man sich so eine komische Maske, indem man einfach irgendwelche... That's the casino manager. That guy? Okay. I'm sure he'll beg to tell you everything. Sollen wir den erschießen, den Casino-Manager? Befragen. Schießen. Achso, oh. Ja, den kann man ihn... Oh. Ja, ich soll nicht erschießen. Ich hab ihn mal aufgehalten. Aber du brichst ihm das Genick. Hey Bruder, kauf dir einen Manta. Nee, ich glaube nicht. Ein Manta, jawohl, da kann's richtig cool werden. Bruder sollte bei den Rocket Beans arbeiten. Oh, das wäre ein Traum, Leute, wenn ich bei denen... Oh. Jesus, gotta be in the vault, behind the teller cages. Was, wo? Dürfen wir den jetzt erschießen? Ich finde die Geldkammer. So. Darf ihn nicht erschießen, Manno. Oh. Biene sagt schon hier, Biene kennt sich aus. Servo und Fensterheber kosten nur Geld und wenn die kaputt gehen... Ja, dann ist richtig doll teuer. Ja, das stimmt schon. Bei mir war, wie gesagt, beim Punto war, glaube ich, bis auf die Fahrerseite alles kaputt an Fensterhebern. Den musste ich zum Ende sogar verschrotten lassen. Are you sure this is the real one? I know every curve. Every color, every mark on this mask. Then put on your mask, Angel, and we can go. Hä? Ich glaube, Angel de la Muerte is real. Ich glaube, ich höre deinen Charakter mitreden. Ja, das ist ich dich auch, deswegen war ich gerade verwirrt. Boga, hab zwei Autos. Oha. What? Statuen zerstören. Okay. Oh, wer ist er denn? Ups. Luchadores, überall. Ja, und mir fehlt nämlich schon wieder die Hintergrundmusik. Gab's hier nicht mal welche? Buga, was machst du, wenn du 2 Millionen Euro durch eine Spende bekommst? Das wird A nie passieren und B würde ich es nicht annehmen. Ja, das kannst du nicht mehr, da kannst du nicht mehr viel machen, wenn die Kohle auf dein Konto liegt. Du kannst das rücküberweisen. Ja, wenn es anonym gespendet wird, das gibt aber ich auch. Dann kannst du es wieder direkt dahin überweisen, wo es herkommt. Nee, ganz ehrlich, Leute, das würde ich nie annehmen. Das geht nicht, sowas. Naja, dann machst du, wer 2 Millionen spenden kann, hat wahrscheinlich noch mehr. Das ist, also das große Geldbeträge würde ich weniger schlimm finden als kleine Geldbeträge. Weil bei kleinen hast du immer das Gefühl, dass irgendjemand sein letztes Geld gerade rausgehauen hat. Ja. Was sollen wir hier denn? Ach, die Statuen sind kaputt. Lass bitte das Thema, Leute. Ich fühle mich deswegen eh nicht so wohl. Ich glaube, dass ich mich daran gewöhne. Ja, ich hab mittlerweile übrigens auch gerafft. Was machst du da eigentlich? Nein, das ist so ein Typ wieder mit seinen Granatwerfern. Das ist so ein super Luchador. So ein super Mutant? Ach, denn? Ja, das ist so ein dicker hier mit Hiro. Aua! Alter! Schlägertypen töten. 6 von 10. So, wo ist jetzt die letzte Statue? Uah, was seid ihr denn? Da war noch einer. Alter, ich will auch so eine Kniff haben, wie er da hat. Die Luchadores. Die Magnums. Ja, oh! Hat aber keiner gesagt, dass es die Großen sind. Ja, das sind die Supermopsies. Oh. Ja, die kann man doch hinten, auf den Gastank schießen, oder nicht? Ja, wenn man trifft. Jawoll. Ja, das ist gar nicht so schwer, dann so einen Gastank hier zu treffen. Oh. Hier ist auch hinüber. Ja. Riecht doch ganz gut. Stirb. Also relativ. Ja, bitte, wie gesagt, nicht mehr solche Fragen, Leute. Ich musste erstmal drauf klarkommen. Ganz sentimental wirst du da? Ja, ich habe vorhin schon mal reingeguckt, was da jetzt schon gekommen ist. Ich fühle mich da echt nicht wohl bei, Leute. Hey, wir haben noch ein neues Emoz hier. Ist ja klasse. Und um welche tollen Sachen nicht recht. Ich glaube, langsam nähert sich wirklich dem Ende, so wie es das hier anhört. Ich sehe schon, ich sollte schon mal im Hintergrund 10.2.4 runterladen. Langsam. Leckt's eigentlich, Leute, oder geht's? Wie gesagt, ich weiß halt nicht wegen dem Hochladen gerade von Isaac. Klingt, du hast so ein super tolles Business, dann müsste das nicht mehr wieder durch sein, das Hochladen. Ja, aber der Stream kostet ja auch einiges. Oh, guck mal, da ist ein Herzchen. Ach, müssen wir da. Nee, müssen wir Nutten einsammeln, das will ich nicht. Das ist eine ziemlich nervige Quest. Ja, deswegen. Hier gibt's ein Gebäude zu kaufen. Ja, ich habe kein Geld. Zwei sogar. Dein Hubschrauber brennt übrigens schon. Ich glaube, mein Hubschrauber ist. Ich stell mir gleich einen neuen, glaube ich. Du kannst ja mit. Ja. Hast du das gelevelt, dass du mittlerweile einen bestellen kannst? Ja. Nein! Verdammt! Oh. Ich sollte vorsichtig mit meinem Moped sein, ist mir gerade so aufgefallen. Das ist doch relativ empfindlich. Und eine Fabrik für 10.000?
Alter. Gerogon versucht das auch gerade mit dem YouTube selbst. Echt? Macht er das? Ja? Gerogon mag ich das. Nein, mein Moped ist kaputt. Wusste ich gar nicht. Ich hab ihn in der Konfi hier in Skype. Ich kann vielleicht mal anschreiben, wie er das macht. Daher traue ich mal, dass du das auf die Reihe kriegst. Du hast eine super Community. Ja, das habe ich tatsächlich. Ist mein Hubschrauber? Nee. Ja, dein Hubschrauber ist noch heil und nur mein Mutter. Dann machen wir es kaputt. Nee, Gerogon finde ich, der macht das auch gut. Der hat ja diese alten Spiele und der holt sich dann direkt die Genehmigung vom Publisher. Und kann die dementsprechend, konnte der die, glaube ich, immer frei monetarisieren oder so. Ich weiß auch nicht. Aber echt, der macht sich selbstständig? Krass. Oha. Ja. Also ich fahre jetzt wieder. Ich habe gerade ein Auto geklaut. Bestellt. Nicht ernsthaft. Na guck mal, kannst du hier reinsteigen? Alter, du hast mich jetzt aufgesaugt. Ja, los, schieß! Ich bin der Kanone drin. Schieß! Was, ich muss schießen? Warte mal. Ja, ein bisschen 45 Grad Winkel im Idealfall. Whee! Alter! Geil, ich bin auf so einem Ding hier gelandet, guck mal. Warte, ja, Alter, lebst du noch? Siehst du mich? Guck mal, wo bist denn du? Da. Schau mal, wo ich bin. Guck mal hoch. Bleib stehen, guck mal hoch. Hä? Ach, warte mal, ich kann random Leute einsaugen. Moment! Alter, siehst du mich? Guck mal. Ja. Einfach hoch da. Warte mal, das ist besser. Ich kann zufällig Leute überfahren, die sind dann alle eingesaugt, warte. Alter, wie mies. Bumm. Ich kann Leute einsaugen. Das ist nett, Bimmer, Mann. Ist das witzig? Ich geb mir auch echt Mühe. Ich kann Leute einsaugen. Oh Mann, ey. Das ist echt. Jetzt habe ich irgendwie doch voll Bock, den vierten Teil direkt zu spielen, dann irgendwann, wenn wir hier fertig sind. Nein! Oh, okay, ich bin hier runtergefallen, Burn. Kannst du mich bitte? Ja, ich habe ja noch 36 Sekunden Zeit, ey. Ich dachte, hier ist eine Leiter, aber ich kann die Leiter nicht. Hättest du da nicht auf jeden Fall schon benutzen können, oder wie? Nee, ging nicht. Ich habe eh gespammt, ging nicht. So, ich mach mal schön Bierchen auf. Nee, Energy. Nicht, dass die Leute mal denken, das ist. Oh, was? Hab ich dich jetzt wiederbelebt? Nein. guck mal bitte ganz kurz in meinen Stream gleich. Oh ne, ich stehe wieder. Jetzt schießt du doch wieder. Achso, die Leiter ist nur Show, die ist gar nicht richtig echt. Ich stand eben irgendwie ganz komisch im Boden gewesen. Ja, ich bin halt auch gerade dabei geblutet, wie so. Ich glaube, das Spiel mag nicht das, was ich gerade gemacht habe. Aber egal, ich habe ein neues Auto. Dum. So. Oh, hol ein Auto. Ja. Aber ich weiß nicht, wo ich hinfahren möchte. Oh oh. Starten wir eine Mission, grad, ja? Ja, mach mal. Ich fahre hier gerade sowieso nur. Und erinnere mich daran, nie wieder das Genki-Mana-Pool zu bestehen. Oh, was? Ich glaube, die Mission war größer, aber deswegen ist die... Ja, genau. It's time for the main event. I can't wait. Let's do it. There he is, Bobby. Eddie Kilbane Pryor, the walking apocalypse himself. You can't help but wonder how the Stillwater Butcher can't compete. I'll tell you, Zach, this psycho is a complete whack job. You know, when he came out of the womb, this guy literally choked out the doctor with his own umbilical cord. Is that fucking sick? Oh, ich hab auch eine Maske. Ich auch. Und ich glänze. Du glänzt immer. Richtig eingeölt. Moin, Doma. Not at all. It is raining hate down where they are. And of course it is. After what their capo did to Stillwater, they're lucky the fans aren't knifing them on their way to the ring. Wait, oh my god, look at that. It's Angel de la Muerte. Angel de la Muerte, the second half of a Pale Riders, sometimes regarded as the herald of a walking apocalypse. The youngest wrestler to ever win the Super K-Cup is here in the Steel Court Arena. History is writing itself tonight, Zach. After his questionable loss to Kilbane years ago, Angel dropped off the face of the earth. You're a fan of murder, bro. Der ist aber ein bisschen größer. Müssen wir sowas machen? Beste Mission, sagt Hauptvoll. Was? Verteidige den Ring. Ach so, wir sollen wahrscheinlich irgendwelche Leute, die von den Seiten kommen. Haben wir auch Waffen? Nein, natürlich nicht. Jetzt soll ich die ab Hand oder was? Das kann doch voll nicht. Guck mal, der eine hat da hinten Kills ohne Waffen. Der hat einen Haifisch? Ja, hast du den jetzt? Ich will auch einen Haifisch haben. Ja.
Also ich kann jetzt. Ja, ich leg den aber ab. Willst du den haben? Hier liegt er. Nee, ich hab eine Gummipuppe. Die ist fast genauso gut. Du musst hier übrigens mal. Oh, meine Puppe ist kaputt. Verdammt. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft, oder? Ja. Oder er stirbt einfach dabei. Oh mein Gott, der Angel ist aus dem Ring. Ich kann es nicht glauben, Bobby. Das ist punishing zu watch. Was ist hier? Das ist sick. Er ist getting kicked around like a sack full of dead puppies. Jeez, wait. The Butcher of Stillwater is making his way towards Angel. How much? Ich hab noch meinen Rucksack. Oh mein Gott, ein Jason. Alter. Alles klar, Kettensäge. Nicht an. Alter. Was hast du erwartet? Deswegen mit Murder Brawl oder was? Ja, das... Naja. Au. Ich hau dich, glaube ich, die Hälfte der Zeit aus Versehen. Ja. Wir könnten jetzt ja irgendwie sowas wie Seiten ausmachen, das wäre natürlich Quatsch. Ja, die gehen ja alle auf Angel. Schwimmen wir die jetzt zurecht. Guck mal hier, was geht in der Leiche. Raining Blood. Ja. Irgendwie zerlegt sie ganz schön. Naja. Resting Chainsaw Massacre. Ja, aber echt. Das sieht wie ganz schön scheiße aus. Well, it looks like people are going to see the fight they paid for as the Butcher of Stillwater stands toe-to-toe with Killbane. Now, this is classic Saints tactics. Use someone to weaken up the opponent, then swoop on him. I already beat your champion. Ah, du kannst da reinsteigen? Okay. Hecht das nicht? Ja, hau den um, halt. Ich kann gerade irgendwie nicht. Mach ich. Hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Oh. Ja, ich bleib mal draußen und hau die anderen Typen kaputt. Alter, der macht mich ja voll nass. Ja, das ist ein ganz schönes Tier. No, it doesn't. Though only one of these two has the good sense to lead the violence in the ring. Let's all remember. Ach, du hast eine Waffe. Ist ja schön. Oder Gummipuppe. Another kill switch. He dodged it. Here comes the reversal. Look at the brutality from the Butcher. I think you have to be naive. Also theoretisch darf die anscheinend irgendwie helfen. He hasn't thrown in a few punches here and there outside the ropes, Bobby. Not like the punches being thrown in here tonight, Zach. Both of our contenders seem to be out for blood. Killbane isn't bowing down to the Butcher anytime soon. Das gibt's. But this celebrity of the streets isn't making it easy for anything. There seems to be something more going on than two world-renowned titans wishing to settle who rules the mountaintop. No matter who wins tonight, some... Oh my God! Oh, das ist rausgeschmissen. Kann ich ihn jetzt hauen? Ja, Mann, hau ihn. Geht irgendwie nicht, oder? Doch. Nee, kämpfe gegen Killbane, jetzt musst du ihn schlagen. Nee, mach das. Ich halte dir weiterhin den Rücken frei. Kann ich wohl nur mit Waffen geben. Ja, hier draußen liegt ein Stuhl. Oder? Oh. Warum ist Turbo wie eine Timeout? Warum? Warum, Nightbot? Warum? So also was Tolles kann ich hier machen. Ich hab bloß keine Ahnung, was? Hast du das in Turbo geschrieben? Ich krieg ja noch meine Archive voll Kills ohne Waffen, aber ansonsten. Du schaffst das alleine, ja? Ja. Okay. Muss dann wieder in die Ecke prügeln hier. Button Smashing! Das hat damals schon Smash Bros. Funktioniert. Oh. In die Eier. Oh, Alter Schwede. Die Leute kommen ja auch nach. Oh, ist der jetzt tot? Der hängt da so ab. Ins Gesicht. Denk. Du musst die ganze Zeit die Typen verprügeln. Ja, das ist ja... Oh, jetzt kannst du. Da noch, komm her. Ja, der ich werde hier gerade irgendwie hochgehoben. Muss ich hier noch mehr Mini-Luchadoros platt machen? Warum muss ich denn jetzt hier in der Mitte stehen? Muss jetzt die Luchadoros verprügeln. Killbane kommt, glaube ich, gleich wieder rein.
Okay. Was haben wir hier? Ich habe einen Krickenschläger. Nehmen wir den mal. Let's hope we get to see some bludgeoning. Dum, 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 dum. Ja, das ist Gilben. Roll mit den Waffen und dann musst du so eine Combo machen. Mit Leertaste und linke und rechte Maus. Das sah ich schon mal. Oh, da. This is incredible. The Killbane just can't connect with the kill switch. Spring auf Killbane. Okay. Ach so. Jetzt habe ich ihn in der Ecke und nun? Muss weitermachen. Okay. Dum, 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 dum. Ja, du musst ja noch in die richtige Ecke, ne? Ach. Leuchtet ach. Blau. Was mal, ich brauche noch 10 Kills ohne Waffen. Aua. Ich werde gehauen. Aua. Ich habe aber anscheinend nicht so viel Zeit, wie höre ich hier gerade irgendwie raus. Warum? Das Spiel ist auf jeden Fall nicht mein Game, meint hier einer. Ja, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Hat das Angel? Ups. Der ist wieder dabei. Man darf nee, ich hab grad Angel verhauen, der liegt auf dem Boden und zuckt noch. Du hast dich gewundert, warum es nichts wird, oder was? Ja. Ah, das ist ja... Das ist ja bis ich hier wieder aufgestanden bin. Tiefhackel. Hallo. That's gotta hurt to get hit with. Warte noch kurz, warte noch kurz. Ja, ja, das ist. Fünf das Stück. Dauert ja alles noch. Das dauert ja alles noch so eine Zeit. Zwei noch. Ich bin jetzt bei hier am Kombo machen. Okay. Oh, ich hab alle. 25 Kills ohne Waffen. Okay, ich hab fertig. Bin. Ja, ja, bin bei. Du bist mein Held. 5 von 41, was? Aha. Oh, Leertaste. Schon irgendwelche Herausforderungen, die man hier erledigen muss. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass mein Mädel irgendwie eigentlich viel zu leicht ist, um irgendwelchen Schaden zu machen. Gibt's Frauen-Wrestling? Ja, natürlich gibt's Frauen-Wrestling, aber die sehen nicht aus wie Frauen. Nicht alle. Stark aus. Oha. Zieh die Maske ab. Kevin, okay. Machen das. Achso, ich muss da aufklicken. Hey. Smile, Killbane. Make a nation rock. It's changing. Angel the Architect. Sieht der hässlich aus. Das sieht doch ganz normal aus. Da hat so eine Glatze. Schwindender Haaransatz wurde hier bemerkt. Killbane, it's just a match. It's my fucking reputation. This is my city. I am its Caesar. And I get to fiddle while it burns. Ja, die sind immer noch ganz schön brutal. Auch ohne Maske. Aber hey, wir haben es geschafft. Ja. Bis zur nächsten Folge. Ja. Murder Brawl. Und wir kommen zurück zu Saints Row. Ja, Zeug. Und so. Oh, Killbane-Maske haben wir jetzt zur Verfügung. Na gut. Ja, die möchte ich aber nicht anziehen. Ich komme auch sehr gut ohne Maske rein. Ja. Sieht aber auch komisch.